Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erreny und ich habe heute ein Thema vorbereitet, nach dem ich immer wieder gefragt werde, nämlich erholsamer, tiefer, guter Schlaf. Kann man da energetisch was machen, um besser schlafen zu können? Und es gibt natürlich auch gute Quick-Tipps, auch hier am Kanal, wie kannst du gut schlafen, wie kannst du besser zur Ruhe kommen. Aber heute geht es einmal wirklich um eine Übung und eine Meditation, die du dir auch vorm Einschlafen einfach anhören kannst. Nachdem mir viele sagen, sie schlafen sowieso ständig bei meinen Meditationen ein, weil meine Stimme so beruhigend ist, naja, dann ist das jetzt die ideale Meditation dafür. Und vielleicht hörst du das ja dann auch vorm Einschlafen an. Der Schlaf ist ja eine spannende Sache, weil solange man kein Problem mit dem Schlaf hat, aber das ist wie mit jedem anderen Bereich des Lebens auch, da beachtet man das ja nicht. Also solange das Knie nicht wehtut, werde ich mich nicht aufs Knie konzentrieren. Erst wenn es dann ein Problem wird, wenn ich das Gefühl habe, ich erhole mich nicht mehr so gut oder ich schlafe schlechter, dann wird man da aufmerksam. Paradoxerweise ist ja gerade, wenn man Schlafprobleme entwickelt, das oft ein Zeichen, dass man überanstrengt ist. Und das erlebe ich eben ganz oft, dass das ein Symptom ist, also das Schlechtschlafen eigentlich ein Symptom der Überanstrengung ist. Das heißt, dass ich zu sehr gefordert bin, dass ich zu wenig abschalten kann und dann passiert eigentlich genau das Gegenteil, dass ich eben auch gar nicht mehr in diese Erholungsphase reinkomme, weil ich permanent zu hoch schwinge und zu hoch drehe. Also so Schlafprobleme sind oftmals so Überforderungsthemen, was ich in meiner Praxis sehen kann. Es kann allerdings auch sein, das ist jetzt so ein bisschen der seltenere Fall, aber es kann durchaus vorkommen, dass man natürlich mit der falschen Person im Bett liegt. Ja, hatte ich auch schon so Klienten, die nicht schlafen konnten und dann waren sie mal weg vom Ehepartner und hatten den erholsamsten Schlaf. Und das muss man sich dann immer anschauen, woran liegt es denn, dass ich nicht schlafen kann. Übrigens ein schneller Tipp, wenn du ein Problem hast und glaubst, vielleicht sind es die Wasseradern oder Erdstrahlen, die mich da abhalten vom guten Schlaf. Da gibt es einen ganz einfachen, ganz billigen Trick, den du sofort ausprobieren kannst. Da gibst du die Matratze zur Seite und legst dein Bett mit Alufolie, also und zwar den Lattenrost, da legst du Alufolie rein, also zwischen Matratze und Lattenrost. Das kleidest du mit Alufolie aus und zwar so, dass deine Bettfläche abgedeckt ist und zwar mit der glänzenden Seite zum Boden zeigend. Da gibt es eine matte Seite, eine glänzende Seite und wenn du die glänzende Seite zum Boden richtest, dann schirmt die einfach mal so diese Erdstrahlung ab. Wenn du dann gut schlafen kannst, dann war es wirklich die Erdstrahlung. Und damit hast du das dann bewiesen, dann kannst du dich ja schlau machen, ob es noch andere Lösungen gibt. Aber die günstigste ist im Prinzip wirklich so eine Alufolie einfach mal runterlegen und das mal probieren. Dann bist du zumindest einmal abgeschirmt und dann kann man sich ja auch noch andere Lösungen einfallen lassen. Ja, also das wären so Möglichkeiten, also um rauszufinden, was beeinflusst mich denn, wenn es um Wasser, Adern, Erdstrahlen geht. Dann wollen wir einfach mal schauen, was wir energetisch tun können, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Was kannst du tun, damit du einen energetisch erholsamen Schlaf hast? Es ist so, dass du eigentlich, da muss man nicht schlafen dazu, aber im Schlaf wäre es halt optimal, dass du so weit zur Ruhe kommen solltest, dass du Energie auftanken kannst, dich regenerieren kannst. Das heißt, dass du wirklich auf eine Linie kommst, auf einen Punkt kommst bei dir, wo sich dein Feld so weit entspannt, dass du aufmachen kannst und dass frische Energie in dich einfließen kann und dass du das aufnehmen kannst. Also fast so eine kleine Mini-Reinigung jede Nacht, dass du wieder gut erfrischt und wach und klar aufwachst. Und das werden wir uns jetzt eben mal anschauen. Wir werden jetzt mal eine Meditation machen, dass du gut durchschlafen kannst. Auch für Leute geeignet, die Probleme mit dem Schnarchen haben. Auch, dass man da energetisch ein bisschen was macht, dass das vielleicht leichter wird. Wie gesagt, da geht es ja nur darum, Schnarchen ist auch so ein Symbol, dass man sagt, man verschafft sich da mehr Raum.
Man will eigentlich mehr Raum haben im Leben und das wäre so eine energetische Analogie zum Schnarchen und dann ist man halt recht laut im Schlaf, das, was man tagsüber so reinschluckt. Ja. Also ist ja vielleicht nochmal eine Idee für alle Schnarcher unter den Zusehern und Zuseherinnen, das einmal zu überdenken. Okay, dann schauen wir uns das an. Also wie bekommen wir jetzt einen guten, erholsamen Schlaf, dass wir gut auftanken können, dass wir ganz klar und ganz gestärkt wieder in den neuen Tag starten. Und diese Reise wird dir jetzt dabei helfen. Und du kannst dich dazu natürlich ins Bett legen oder einfach auf einen bequemen Sessel hinlegen oder hinsetzen. Und dann starten wir jetzt diese Reise, bei der du dich entspannen und erholen kannst. Schließ jetzt einfach mal deine Augen. Komm in eine ganz bequeme Position und atme dreimal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Und du hast das Gefühl, dass sich dein Rücken entspannt, deine Schultern, deine Rückenpartie entspannt sich jetzt. Jeglicher Druck fällt von deinem Rücken ab. Und während sich dein Rücken entspannt, merkst du auch, dass sich die unzähligen Muskeln in deinem Gesicht entspannen. Auf deiner Stirn, um deine Augen herum, die Wangen, den Mund, deine gesamte Gesichtsmuskulatur entspannt sich. Und entspannen heißt einfach, jeglicher Druck, jegliche Anspannung verlässt jetzt dein Gesicht, deinen Kopf, auch deine Kopfhaut mit den Haarwurzeln entspannt sich, deine Ohren entspannen sich. Alles, was du in letzter Zeit gehört hast, was dich vielleicht gestresst hat, fließt jetzt von dir ab. Auch alles, was du gedacht hast, gesehen hast, gerochen hast und geschmeckt hast, was dich aus deiner Mitte bringt, fällt jetzt von dir ab. Du sinkst in eine tiefe, ruhige Entspannung. Um dich herum ist Geborgenheit, Klarheit und ein tiefer Frieden. Alle Erschöpfungen lösen sich jetzt aus deinem Bewusstsein, lösen sich jetzt aus deinem Körper, sodass du dort, wo du erschöpft gewesen bist, nun ganz klar entspannt bist,
frei bist und ganz gut wieder zu dir kommst und dich spüren kannst. Du atmest tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie eine tiefe Ruhe, ein tiefer Frieden in dir auftaucht. Und du spürst jetzt, dass es an der Zeit ist, ganz in deine Entspannung zu sinken und nachdem dein Kopf, deine Kopfhaut immer entspannter wird, erlaubst du jetzt auch deinem Gehirn, auf allen Ebenen zu entspannen. Und dein Gehirn entspannt in einem smaragdgrünen Licht. Und dieses Licht ist voller unermesslicher Reichtümer, ist voll gefüllt von wundervoller Energie. Und du spürst, dass du diesem grünen, wundervollen, smaragdgrünen Licht vertraust und dass du dich ganz in dieses Licht sinken lässt. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und aus und lässt dich in diese wundervolle grüne Energie hineinsinken. Und diese Energie entspannt auch deinen gesamten Kopf und auch dein Gehirn. Reinigt alles, was in deinem Gehirn an Ablagerungen vorhanden ist, alle negativen, schweren Gedanken, alle Sorgen. Und während dein Gehirn entspannt, spürst du, dass sich alle Nervenbahnen in deinem Körper reinigen und entspannen. Alle Nervenbahnen in deinem Körper ausgehend, wirklich vom Hinterkopf, vom verlängerten Rückenmark. All diese Nervenbahnen werden jetzt gereinigt, entspannt und geheilt. Solltest du auf irgendeiner Nervenbahn noch verbliebenen Stress haben, so fließt jetzt dieser Stress ganz klar und sanft aus deinem System ab. Dein Nervensystem entspannt sich, bekommt eine herrliche Spannkraft. Und du spürst, dass du ganz sicher bist, ganz klar geerdet. Und in dieser wundervollen Energie spürst du auch, wie diese Entspannung des Nervensystems vom Herz, von der Brust weiter runter zum Solarplexus fließt. Und auch auf der Ebene des Solarplexus wird alles gereinigt,
was du von außen übernommen hast. Sehr gut. Und du spürst jetzt, wie sich dein Solarplexus öffnet und dieses helle Licht, dieses klare Licht fließt jetzt weiter in deinen Bauchraum hinein und auch dein Nabelchakra entspannt sich, alle Nervenbahnen, die in dem Gebiet deines Nabelchakras zu Organen gehen, werden gereinigt und lösen sich. Und du spürst jetzt, dass eine ganz tiefe Ruhe in dir wohnt. Und du erlaubst dir jetzt, dass sich auch dein Nabelchakra ganz bestimmt öffnet . Atme tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt in dir, wie sämtlicher Stress, der in deinen inneren Organen gespeichert ist, jetzt abfließen kann. Herz, Lungen, Magen, Darm, die Nieren, Blase, Bauchspeicheldrüse. Atme nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt, dass du sämtliche Pläne und Konzepte, alles, was du erledigen möchtest, jetzt ganz klar abschiebst von dir und sagst, hier und jetzt ist nicht der richtige Ort. Ich werde mich morgen darum kümmern. Erlaube dir jetzt, in dieser Freiheit, in dieser Ruhe und in dieser Entspannung, ganz klar jetzt auch eine äußere Reinigung vorzunehmen. Fast so, als würdest du unter der Dusche sein. Wird jetzt sämtliche Energie von dir gelöst, die dich beeinträchtigt oder die dir den Schlaf nehmen könnte. Egal um was es sich handelt, zu schweres Essen, Alkohol, Stress, Gedankenkreisen, all das wird jetzt gelöst und abgesaugt. Und damit du es besser loslassen kannst, bekommst du jetzt ganz viel Mut zum Neubeginn. Sehr schön. Alles, was dich an einem tiefen, erholsamen Schlaf hindert, wird jetzt abgesaugt.
Und du spürst, dass du ruhiger, klarer und friedlicher bist. Atme tief ein und wieder aus. Und spür einfach, wie weich, ruhig und gelassen du bist. Und jetzt bist du in einer absolut neutralen Energie. Alles ist abgesaugt worden, was dich am Schlafen hindert. Und du wirst jetzt erfüllt mit einem tiefen inneren Frieden, einer tiefen inneren Zufriedenheit, wo all das jetzt dabei ist, was du brauchst, was du zum Wohlempfinden benötigst. Du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie dein Herzschlag und jetzt, während du ganz entspannt bist, fließt die Ruhe, die Sicherheit und das Vertrauen des Schlafs in dich ein. Und du spürst, wie du dich entspannst. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre, dass du schon ganz entspannt bist und ganz ruhig. Und dass sämtliche Kratzer, sämtliche Verletztheiten, ob jetzt emotionaler oder praktikabler, konkreter Natur, all das fließt jetzt ab und du wirst ruhiger, klarer und entspannter. In dieser Phase der Passivität wird nun ein Schutzkreis, ein Schutzgebet gesprochen, dass du dich ganz darauf verlassen kannst, dass du stets abgesichert und abgegrenzt bist, dass auf dich geachtet wird. Sehr gut. Und du spürst jetzt, dass du absolut behütet bist, absolut abgegrenzt bist und dass du gut und klar in die Entspannung sinken kannst. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch einschlafen, aber du bist dir bewusst, dass du in deinem Inneren völlig klar bist. Sehr
Sehr gut. Und du spürst jetzt, wie du in deinem Raum absolut entspannen kannst, weil du spürst, dass du zu 100% abgegrenzt bist. Sehr gut. Und du wirst jetzt schon diese extreme Entspannung spüren. Und nun reinigen wir noch dein Schlafzimmer und deinen Schlafplatz, dass sämtlicher Stress, alle gespeicherten Energien aus deinem Schlafzimmer jetzt entfernt werden und dass sich ein Milieu der Heilung, des Friedens und der Liebe breit machen kann. Und während du diese CD hörst, reinigt sich jetzt das Zimmer. Und dein Schlafzimmer erstrahlt jetzt auch. Und du spürst, dass du in dir und um dich herum ganz klar bist und wohlbehütet bist. Dass nichts diesen erholsamen Schlaf beeinträchtigen kann. Dass du völlig klar und völlig entspannt alles loslassen kannst, was dich beschäftigt hat. Sehr gut. Und jetzt ist es an der Zeit, wenn du das möchtest, ganz in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu sinken. Und du kannst dich an alles erinnern, alles ist in unendliches Licht getaucht. Sehr gut. Und du bist jetzt auf allen Ebenen entspannt. Und du bist jetzt völlig klar. Und du weißt natürlich auch, wann du aufstehen musst, wenn du wieder wach wirst. Auch das kannst du getrost der inneren Intelligenz überlassen. Und du spürst, dass du absolut klar und entspannt in einen tiefen, tiefen, erholsamen Schlaf eintauchen kannst. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Wenn du jetzt ruhen willst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und du wirst morgen klar und erfrischt erwachen, dich sehr positiv entwickeln, was deine Lebensenergie angeht. Und du spürst wirklich, dass du völlig frei und absolut selbstbestimmt bist. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus.
und bedankst dich jetzt erstmal bei deinen Helfern und Führern für diese Reise, für diese Meditation. Und du kannst natürlich entweder in dem Entspannungsmodus bleiben oder auch wieder Schritt für Schritt ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückkommen und wenn du jetzt mit keinen Aufwachschritten anfangen möchtest, dann kannst du jetzt nochmal abschalten und ansonsten folgen jetzt Aufwachschritte. Du streckst dich mal durch, deine Schultern, deine Arme hoch in die Luft. Du bewegst deine Arme und Beine. Du dehnst nochmal so deinen Rücken. Bewegst die Beine noch mehr und spürst, dass du mehr und mehr ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum wieder eintauchst. Und du spürst auch, dass du absolut entspannt und frei bist und gut geschlafen hast. Und wenn du wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückkommst, dann fühlst du dich erholt und entspannt. Und du weißt, dass du ganz tief und erholsam, energetisch gearbeitet hast. Dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und entspannt. Du kannst diese Meditation, diese Reise natürlich so oft wiederholen, wie du möchtest. Auch einfach mal, dass du lernst, wie du dich vielleicht entspannen kannst für einen erholsamen Schlaf. Du wirst jetzt merken, dass der Kopf klarer ist, dass du entspannter bist und dass wahrscheinlich einiges von dir abgefallen ist, aber gleichzeitig erholt sich dadurch auch dein Feld. Du bist von der geschlossenen Faust in die offene Hand gegangen und dadurch kommt einfach frische Energie rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch oder abonniere bitte meinen Kanal. Teil das Video mit jemandem, der vielleicht Schlafprobleme hat. Empfehle es weiter, würde mich freuen. Und ich wünsche dir jetzt, dass du immer einen guten, erholsamen Schlaf hast, dass du dich immer gut entspannen kannst, ganz klar bist. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hier auf meinem Kanal. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker. Und das ist Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.